Hallo und was geht, meine Lieben, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Adventskalenders. Während ihr diesen Part seht, schwitze ich in Stuttgart mir mein Arsch-Obby in den Regionals von Pokémon. Und ja, bin schon mega gehypt. Morgen geht's los. Schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt jetzt mit der Story und so. Immer noch unsicher wegen der Partlänge. Aber so 10 bis 15 Minuten sollten eigentlich hoffentlich reichen. Und wenn nicht, habe ich ja ein zweites Let's Play in der Hand, dass wir zumindest bis Weihnachten winterliche Let's Plays haben als Adventskalender. Ich konnte nicht anders, als sie anzuschauen. Ihr kurzes schwarzes Haar ist absichtlich über ihre Schulter kapiert, was sie natürlicher und freier erscheinen lässt. Sie trägt nicht die Uniform des Yoba High School, stattdessen trägt sie einen exquisiten schwarzen Pullover, der ihre Kurven zur Geltung bringt und sehr lässig aussieht. Sie ist ein Mädchen, das es wirklich mag, hübsch auszusehen. Ihr energisches Lachen kann ihre Stimmung anstecken. Ihre Hände sind sowohl warm als auch weich. Ich erstarrte leicht und erinnere mich plötzlich daran, dass es das erste Mal war, dass ich die Hand eines Mädchens berührte und unbewusst drückte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte und fühlte mich etwas schüchtern. Also ließ ich still los. Sie schaute schuldbewusst auf und schien unbekümmert. Sie sah mich mit einem unbekümmerten Lächeln an, das ihre Augen erhellte.大丈夫なの?俺、君より1学年上だよ。多分同じ教室じゃないでしょ。この予備校は全ての高校生が対象なの。基礎から始めるから学年別にはなってないの。だけど、小馬高校の学生はみんな同じクラスなの。おお、そうなんだ。 Sie stürmte mich ins Klassenzimmer. Der Unterricht in der Klasse ist ganz anders als in der Schule. Das Klassenzimmer ist doppelt so groß wie das der Shioba High. Statt einer Person pro Tisch sind es zwei Personen pro Tisch. Wenn ich mich umsehe, stellt sich heraus, dass sich in dieser Klasse viele Leute aus derselben Schule sind und ich sehe viele Schülerinnen und Schüler, die die Uniform des Yoba High tragen. Die meisten von ihnen kann ich jedoch nicht nennen. Obwohl ich ziemlich beliebt bin, nicke ich den Leuten normalerweise nur zu. Und die meisten Leute, die ich kenne, gehen nicht zum Unterricht. Im Moment sehe ich also nur unbekannte Gesichter. Natürlich wäre ich ohne meine Mutter nicht hier. Ich sehe sie nicht in einem Klassenzimmer und würde mir anmaßend Übungen ansehen, an denen ich kein Interesse habe. In dem Moment, als ich das Klassenzimmer betrat, konnte ich die starke und intensive Lernatmosphäre spüren. Der Lehrer war noch nicht gekommen, aber die meisten Schülerinnen und Schüler in der ersten Reihe hatten ihre Köpfe bereits über den Tisch gebeugt und formellen und englischen gemurmelt. Ihre Stimmen waren laut und tief. Diese lernfreudige Umgebung ist ganz und gar nicht mein Stil. Zum ersten Mal dachte ich sogar daran, den Unterricht zu schwänzen. Fukihara drehte den Kopf um und sah mich an. Los dann? Ja, nandemo nai. Tada, ore, ziyu de nonbiri shita no ni narete kara, chotto kouyu kankyou ni najime nakute. Nachdem er nur zwei kurze Sätze gesagt hatte, schaute jemand auf und starrte mich an, als hätte ich seinen Gedankengang unterbrochen. Die Atmosphäre hier ist wirklich sehr dumpf und angespannt.
Jeder scheint um sein Leben zu kämpfen, verzweifelt, vergeben, vergraben sie sich in Büchern, aus Angst ins Hintertreffen zu geraten. Sie vergruben sich in dicke Bücher und schrieben schnell Notizen. Das ganze Klassenzimmer war extrem angespannt. Henshin hat diese Leute immer als Nerds bezeichnet. Jetzt werde ich mich ihnen anschließen. Ich mag diese Art von Atmosphäre nicht. Außerdem sind die Dinge, für die es mich meines Erachtens zu kämpfen lohnt, nicht einmal hier. Sie schienen auch Leute wie mich nicht zu mögen, die ihre vollkommen gespannte Atmosphäre stören würden. Ich hörte ein leises Flüstern. Ich kann mich nicht mehr an das Gesicht meines Vaters erinnern, aber dank ihnen habe ich immer noch ein Aussehen geerbt, das bei anderen Geschlechtern etwas beliebt ist. Aufgrund der Genetik scheine ich auf den ersten Blick nicht der Typ Mensch zu sein, der gerne studiert. Tatsächlich sind meine Noten in Ordnung. Es ist nur so, dass Basketball den größten Teil meiner Energie verbraucht. Kein Wunder, dass die Jungs einer anderen Schule mich irgendwie hassen. Ich habe bitter gelächelt, ich hatte die Absicht, hart für meine Mutter zu lernen, aber ich wollte nicht gezwungen werden, mich dieser harten Arbeit in Gruppe von Menschen anzuschließen.先生が来ないうちに俺サボるわ。お先に。ちょっと待って。どうして？俺みたいな劣等生であることは割と気楽なようで、割と合理的でもあるんだ。俺は成績は上げたいけど、自分がこんなに憎たらしくなるつもりはない。 Ich war schon schlecht gelaunt, aber jetzt scheine ich. Ich hasse dieses Synchro. Ich war schon schlecht gelaunt, aber jetzt scheine ich in allem Fehler zu finden. Ich adaptiere den Ton, den ich von Osasa gelernt hatte, und es gelang mir schnell. Aber ich fühlte mich noch einsamer. Ich vermisse Tenshin. Ich vermisse das Training mit meiner Basketballmannschaft. ドアの後ろの一列に座ろう。 Eigentlich war ich gerade in Trance und dachte an Miyazawa, der heute erst in die Schule kam. Ihr einsames, aber leicht kühles Bild. Hat sie sich so gefühlt zu dieser Zeit? Hat sie sich so gefühlt, als sie uns angesehen hat? In einer fremden Umgebung, in der sie mit niemandem auskommt? Ich folgte Fugihara bis zur letzten Sitzreihe in der Nähe des Eingangs und hörte dieselben beiden Jungen leise murmeln.